So, hallo, wir sind mal wieder Es ist bei einer 20 Uhr Runde. am Amogus. Genau, Amogus unterwegs. Aktuell 5 Spieler. Mal gucken, ob es noch mehr werden. Dabei aktuell ist der Robchu mit einem sehr ja, interessanten Namen. Zumindest in der Anzeige, zumindest wenn du sprichst. Ach so, Da ist dein ja, stimmt. Discord-Name. Ist ein Insider, ist ein Ja. Insider, ist ein Insider. Dabei ist der Xian, dabei ist der Hallo. Reggie und der Nico, die man ja hier sieht. Und die sollten auch passend angezeigt werden, genau. Hey Nico. Ich habe auch jetzt mal die Hallo. Gesprächsdinger da oben Geil. so ein bisschen transparenter gemacht. Ich hoffe, man sieht die noch gut genug. Ja, kann man gut Jetzt sehen, gerade natürlich nicht. Jetzt gerade natürlich nicht, weil es in dem Text drin ist, aber ich hoffe, im Spiel sieht man das ein bisschen besser. Jedenfalls sind sie ein bisschen kleiner und ein bisschen transparenter. So, ist ja auch nur Richtungsweisung. Wir starten ich habe einfach gesagt, mal kurz und gucken, abbrechen. was passiert. Wie startet man nochmal? Ach, hier auf Start klicken ist am besten. Vergiss nicht, Gut. dass du Reggie zum Imposter machst, ne? Ja, Also. ihr alle Robby raus wollten. Danke. Ja, ich darf vor allem nicht Alles klar. vergessen, mich jetzt zu muten. Good Was? luck, Kill everyone. Cooldown 2? Kill Okay, Cooldown es ist 10 Robby. Sekunden? Ich Okay. wusste es. So. Der Okay, kleine läuft. Amonkel! Läuft die Aufnahme noch? Ach Ja. schon, muss ich ja muten. Warte mal. Ach, womit? Wie Ja. geht das immer? Das heißt, jetzt hört ihr erstmal eh nur mich. Und ich muss dann dran denken, mich wieder. Ach Gott, das gab ja die verschiedenen Rollen. Ach Gott, ich habe das komplett verdrängt, ne? Ich habe das komplett verdrängt, was wie ging, wie funktioniert dieses Spiel? Was kann ich als wirtschaftlich kann auf Leben zugreifen? Ah ja. Das ist natürlich großartig. Wie komme ich da drauf? Nutzen? Ach so. Alter, die Pflanze. Pflanze ist natürlich großartig. Ach so, ich musste. Wie konnte ich nochmal? War das Tab? Ah ja. Ah shit, da oben wäre schon Dings gewesen. Ey, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Seht mir nach, wenn ich gerade ein bisschen Quatsch mache. Wo ist denn das? Ist das in der Dusche? Ah, das ist dieses Ding. Ich glaube, das weiß ich noch. Da musste man einfach nur. Genau. Ja, was muss ich da machen? Ah ja. Okay. So. Es soll jetzt auch neu sein, dass man während die Lobby läuft, die Map ändern kann. Was also auch ganz praktisch ist, weil wir dann zwischendurch auch mal schneller wechseln können. Hab ich hier unten überhaupt was? Ja. Und man kann jetzt wohl auch während den Besprechungen die Map aufrufen. Ey, ich weiß wieder nicht, wie das geht. Ach so. So ging das. Okay, und da war noch eins, ne? Genau. Das ist Showers. Okay, dann muss ich jetzt zu Showers. Und da geht's auch schon. Also, Nein, ich muss mich entmuten. ich habe gerade Nico gefunden Ich hinterher muss mich entmuten, geschlossenen. entmuten. Ah, jetzt habe ich mich entmutet. Okay. Geil gemacht, Veggie. Geiler Kill. So. Ja. So, hi, hört man mich? Ja, man hört dich. Alles klar. Ich habe Nico gefunden, der lag direkt hinter einer geschlossenen Oh, die Tür und Transparenz ist zwar ungünstig. vor dem Cockpit. Ja, Robby, ich weiß, dass du mich gewotet hast. Jetzt ist Ähm, es ein bisschen ich, besser. ich hab ich dich will nicht kurz. gewotet. Wo willst du das überhaupt wissen? Achso, ich dachte, ja, okay. Also ich noch mal kurz zu meiner Story. Ich habe die Tür geöffnet, habe den gesehen, bin dann aber erstmal an der Leiche vorbeigegangen, weil hier die Tür zu war. Dachte ich, ah, er kann ja durch die Seite nicht rausgegangen sein. Das heißt, vielleicht ist der Killer noch im hinteren Teil des Raums. Dann kam aber Rockschuh entgegen, dann dachte ich mir so, Scheiße, ich muss jetzt schnell umdrehen und den Report, weil sonst bin ich Megastars. Und okay, ich dachte, dass du mich deswegen gewotet hättest, aber okay. Ja, also ich habe nee, sonst nichts gesehen. Also ich war die ganze Zeit in der unteren linken Ecke der Map und habe niemanden Tatsächlich. gesehen bis auf die Leiche nachher. Okay, man kann tatsächlich jetzt die Map aufrufen. Das ist voll praktisch. Ich wusste gar nicht, dass man jetzt Rollen hat. Die Ah, Rollen gibt's schon Praktikanter. seit letztem Mal. Ja, letztes Mal, Aber letztes Mal ist ja ich hab's 100 auch Jahre vergessen. her. Ich hab's auch komplett vergessen. Ich war gerade total überrascht, dass als der Ja. Wissenschaftler stand und ich dachte mir so, hä, Also, was? Reggie hat ihn übrigens gekillt, wollte ich nur mal sagen. Aber guck mal, die Ach Map so. hilft. Also, der war zwischen Kommunikation und Antriebsraum oder Communication und Engine Room. Ja, genau, da habe ich dich auch gesehen. Also ich habe keine Leiche gesehen. Ich habe dich nur laufen sehen. Ja, die Leiche lag ganz links an der Tür. Ah, smart. Also ich kann überhaupt nichts dazu beisteuern. Ich habe einfach ein Ja, paar Aufgaben gemacht.
Ja, ich auch nicht. ich hab Aufgaben gemacht. Ja, ich auch nicht. Ah, okay. Okay, wo wurde jetzt die Leiche gefunden? Links. Zwischen Kommunikation und Antriebsraum, also im linken Teil. Okay, ja, ich war im rechten Bereich. Ich bin jetzt gerade bei Elektrik unten. Mhm. War ich auch gerade, aber müssen uns gerade verpasst haben. Wo warst du? Ich war da auch. Ja, also wo genau bist du lang gelaufen, Ricky? Ich war gerade Security die Ecke, ist aber schon ein bisschen her, und da war ich im Electrical. Gelogen. Ja, und da war ich gerade halt auf dem Weg zu Records, weil ich da halt noch die Dinger da sortieren musste. Was ist denn jetzt? Ich hab hier nur die deutschen Angaben, was ist denn jetzt Records? Archiv? Ich hab nur die deutschen Angaben, Mama. Nee. Ich wusste halt nicht, was Records ist. Archiv ergibt Sinn. Ich bin im oberen Bereich von Electric, wahrscheinlich bist du dann gleich die Treppe hoch, deswegen sieht man sich noch nicht. Das ist einfach ein geiles Spiel. Das würde Sinn ergeben. Okay. Gesprochen wie ein wahrer Akademiker. Ja. Ja. Okay, ich mache es kurz, ich habe keine Ahnung, wie ich drücke auf Skript. Ich habe auch keine Ahnung. Yeji hat ihn gekillt. Wieso hat keiner auf mich? Okay, wir werden das im Hinterkopf behalten. Och. Gut. So, dann Jutta. Ich hab gesagt, dass Rocky ist. Dann rotiere ich jetzt nur noch, ey. Ja, ich mach jetzt nicht. Ich mach meine Aufgaben jetzt einfach nicht. Also. Okay. Jetzt muss ich hier wieder. Scheiße. Ich hab doch. Ich muss jetzt, genau, da bei Duschen muss ich jetzt diesen Stromdings machen, den ich gerade eingeschaltet habe, ne? Genau, das war das. So, damit ist das auch durch. Jetzt haben wir noch Tresor und Tagungsraum und dann haben wir eigentlich schon alles erledigt. Was ist denn das jetzt? Das ist nur Licht, ne? Ist, glaube ich, nicht so wichtig. Das ist nicht nur Licht, das ist irgendwas anderes. So. Da oben war auf jeden Fall ein Auftrag. Der da hier. Oh nee! Ach, das war das. 7, 9, 2, 5, 4. Gut. Ein Auftrag bleibt noch, der im Tresorraum. Das kann nicht viel. Da waren so Kristalle zum Beispiel, ne? Da war nicht viel anderes Zeug. Das war das hier unten, ne? Genau. Ah, das ist das Anziehen. Also der da. Das da und das da. Ja, und dann bin ich auch schon durch mit meinen Aufträgen. Okay. Wir haben jetzt nicht so viele Aufträge, weil wir ja nicht so viele Spieler sind. Ja, jetzt kann ich eigentlich ein bisschen hier gucken. Oh, Reggie ist tot. Nee, wer ist denn das Gelbe gewesen? Scheiße. Dann muss ich... Ich bin mal ganz schnell hier beim Emergency, dass wir hier abbrechen. Vielleicht hat jemand irgendwas gesehen. Wir brechen hier ab. So, bevor noch einer stirbt... Ich bin tot, Alter! Ja, bevor noch einer stirbt, breche ich ab, weil ich habe nämlich über mein Wissenschaftler-Ding gesehen, dass Robcho tot ist. Und wenn der jetzt noch einen Kill gemacht hätte, wäre es vorbei gewesen. Vielleicht kriegen wir jetzt ja hin, richtig zu voten. Okay. Ist jetzt halt die Frage, was ihr so mitbekommen habt. Weil ich habe meine Aufträge fertig. Ja. Ja, ich habe eigentlich ewig niemanden mehr gesehen, also... Ich bin jetzt auch fast fertig. Ich muss nur noch Security halt da das abschicken. Okay. Das Ärgerliche ist, dass wir nicht wissen, wo die Leiche ist. Ich habe nur gesehen, dass er tot ist. Und deswegen ist es schwierig, jetzt irgendwas zu lokalisieren. Aber ich dachte, ich drücke mal den Knopf, bevor noch einer stirbt. Ja, ist schlau. Ja. Ja, ich habe auch niemanden gesehen, außer Conan, glaube ich, zweimal. Das war aber auch relativ nah noch am Anfang der Runde, sag ich jetzt mal. Ja, das war jetzt oben am Tagungsraum, da warst du einmal da oben. Stimmt, Daten da bin ich runter zum Tresorraum und habe da meine letzte Aufgabe gemacht. Ja, genau. Also ich kann nur sagen, oben am Tagungsraum habe ich keinen toten Robcho gesehen und Conan hat mich auch nicht gekillt. Also das wirkte ja erstmal positiv auf mich, aber gut, kann natürlich sein, dass er da irgendwie einen Task gefaked hat, also was weiß ich. Also ich bin mit den Aufgaben eigentlich auch fast durch.
Aber das oben von der Taskliste her sieht das sehr düster aus. Also, ja. Was habt ihr denn noch so für Aufgaben? Ich habe gerade den Strom umgeleitet zum Engine Room und muss dann noch die Stromumleitung annehmen. Das war's, sonst bin ich fertig. Mhm. Ja, ich muss halt nur noch hier den Upload machen, da unten. Das ist das Einzige, glaube ich. Aber ich habe beide eigentlich nicht mehr viel. Ja, ich bin auch fast durch. Wie kann es dann sein, dass die Leiste da oben nicht so, oder ist die, weil die anderen nicht so viel gemacht haben? Könnte sein, dass einer oder mehrere von den Geistern keine Aufgaben gemacht haben. Achso, die Geister haben noch Aufgaben. Ja, stimmt, man kann als Geist ja auch noch Aufgaben erledigen. Ja, okay, ja. Okay. Mist. Also wenn die Geister nur am Roma-AFK sind, dann würde das erklären, warum fast ein ganzer Tag fehlt. Richtig, weil ihr habt jetzt ja beide eigentlich nicht viel, sonderlich viel aufgezählt. Das kam komisch, weil wir könnt ja nicht beide lügen. Nee, das ist richtig. Hast doch zwei Imposter angestellt. Ja. Okay, ja, schwierig, also, aus der Position was rauszukriegen. Also ich würd halt nur sagen, tendenziell ist es für mich eher Reggie, weil ich dich halt überhaupt nicht gesehen habe und Rob Joe nicht, aber das ist halt das Einzige, was ich dazu sagen kann. Aber auf Verdacht voten ist schwierig. Maximal ja, einfach zugeben? Wir müssen halt voten, also, wir müssen halt voten, ist das Problem. Deswegen. Ja. Also ich finde es halt seltsam, dass Conan jetzt hier das den Button drückt, wenn er Imposter wäre. Deswegen glaube ich, dass das weniger, deswegen würde ich auch eher zu Xehan tendieren. Ja, für mich ist klar, dass es einer von euch beiden sein muss. Oder? Das ist logisch, aber ja. Für wen vote ich so, jetzt? Ich würde jetzt Reggie voten aus Basis von dem, was ich ihm erzählt habe, weil, wie gesagt. Ja, ich wäre nur an Conan vorbeigelaufen. Ich kann jetzt nur meinem Bauchgefühl vertrauen. Ich hoffe, es stimmt. Aber ohne irgendwie. Wie sagt man? Ohne dass es belegt ist. Ohne dass es belegt ist. Okay. Nice. Scheiße. Okay. Das Bauchgefühl stimmte. Wo hat er dich denn gekillt? Im Cockpit war das, oder? Die Lache. Geiles Spiel. Okay. Mal gucken, ob ich heute wieder immer als erstes sterbe. Ich hab doch gesagt, wir werden gekillt. So, ich würde jetzt mal gleich testen wollen, ob man wirklich die Map einfach ändern kann, ohne zu gehen. Ich hab doch gesagt, Reggie ist es. Angeblich geht das, ja. Hinterkopf hast du gesagt, ja. Ich hab, glaube ich, noch nie Airship gespielt. Also habe ich überhaupt keine Ahnung von den Tasks und so. Ich war erstmal verwirrt, wie man diesen Müllsack da aus dem Mülleimer bekommt. Das ist der schlimmste Task aller Zeiten. Ich stand da legit eine Minute und hab meine Maus geschüttelt. Ich finde das toll. Der Task ist schwierig. Mit dem Controller ist er noch schlimmer. Ja, wie ende ich denn jetzt? Dass man die Tür mit der Karte öffnen muss, das fand ich toll. Okay, ich weiß nicht. Ja, also wenn mal die Geister ihre Tasks nicht machen, dann liegt das dran, dass ich den Müllsack nicht aus dem bekomme. Ja, ist gut. Wie im Extra-Lauf. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann bei dem Laptop müsste ich doch die Karte ändern können, oder? Also wenn man die Karte ändern kann. Und angeblich kann man sie jetzt ja ändern. Aber ich sehe hier keine Option, um die Karte zu ändern. Vielleicht kommt das bald, aber sie haben es noch nicht. Es stand 22. Juli drin. Ich dachte, es geht jetzt vielleicht schon. Aber ich Käse! Ich finde die Version, die ich vorhin runtergeladen habe, war aber vom Juli noch. Also vielleicht war es ein Preview für ein Abkommen. Oh, okay, das kann auch sein, dass es noch nicht drin ist. Und dass es nur geschrieben hat am 22. Juli. Ja. Das könnte sein. Dass es jetzt vielleicht im nächsten Update kommt oder so. Ja, das würde Sinn ergeben. Okay. Weil hier zumindest finde ich jetzt keine Option. Hast du jetzt eigentlich gerade die Aufnahme pausiert? Nein, die läuft noch. Alles gut. Ah, okay. Ja, dann sage ich dir lieber nichts Verfassungsfeindliches. Sonst müsste Conny ja nachher schneiden. Muss ich sehr deutlich sagen, wenn ich die Aufnahme pausiere, bevor du. Ja, ich bin auch ein Gangster, wenn der Beat nicht mehr läuft. Du bist schon wieder im Modus, okay. Modus? Ah ja, sie sagen, das ist das, woran wir arbeiten. Ah, okay, das ist. This will come out. Ach, das ist noch nicht draußen. Schade. Ah, ja. Okay. Das heißt, aber im nächsten Update darf man dann tatsächlich in der Lobby die Map ändern. Fantastisch. So, ja, dann starten wir einfach weiter. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, weißt du, was auch voll einfach ist, aber ewig braucht?
Oso Laser. Ja. Oso Laser, richtig. Oso Laser, Mann. Okay. Mal kurz. Der Oso Laser, los. Mann. Ja. Wahrscheinlich so, haben ihre ganze Datenstruktur. Wahrscheinlich haben ihre ganze Datenstruktur darauf basiert, welche Karte du geöffnet hast oder so. Jetzt bin ich erst. Jetzt könnt ihr mich rausworten. Okay. Also. Ich bin schon mal Besatzung. Amogus. Schon wieder Wissenschaftler. Was will ich denn damit? Okay, was müssen wir tun? Da gehen wir doch gleich mal in den Laderaum. Ne, Quatsch, das ist zwischen Laderaum und du. Oh, ich hoffe, das ist die richtige, der richtige Balkon, zu dem ich jetzt laufe. Sonst wäre das jetzt ein bisschen ärgerlich. Was? Hä? Was muss ich da tun? Ach, dann muss ich den da oben ein... Den muss ich mir merken! Kristall? Also sechseckiger Kristall? Dann das, die Pyramide und das Rechteck. Und nochmal der. Okay, what the heck? Wie geht das denn? Das ist ja... Ist der neu? Den kenne ich noch gar nicht. Mir gefällt es nicht, dass Robchum mir hinterherläuft, aber der hätte doch längst killen können. Der hätte doch längst killen können, theoretisch. Das war der, dann der, dann der und dann der. LOL, okay. Das ist völlig neu. Oh. Nice. Ja, Robch und ich sind da gerade über den Toten, wer ist denn das? Xehan gestolpert. Soll ich sagen, okay, das war, oder soll ich das jetzt später machen? Wenn du eine Vermutung hast? Ich habe keine Vermutung, ich weiß es. Hast du es gesehen? Das habe ich nicht gesagt. Woher weißt du es dann? Also, ja, das kann ich nicht erklären. Okay, erzähl. Ja, ich weiß, wer es war. Ja, sag doch. Ja, da muss der Imposter sagen, ob ich es tun soll oder nicht. Ich meine, du könntest es auch gewesen sein, theoretisch. Du warst ja sehr lange hinter mir, aber in dem Moment warst du ja kurz weg. Ja, wenn ich jetzt sage, Veggie ist es, dann würdest du es mir nicht glauben, weil der war ja eben schon. Das heißt ja nichts. Wir sind fünf Leute, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht, dass er es nicht nochmal ist. Ja, ich sag nur, ich habe schon gewotet. Und Colin war es nicht, den habe ich die ganze Zeit beobachtet. Ja, ich dachte erst, du bist es, aber... Seit du hast einen aber gab es diese komische Code-Eingaben-Mission schon immer? Keine Was Ahnung. Meinst du jetzt? Ich hatte jetzt eine Mission, wo man bei diesen zwei, zwischen Duschen und Laderaum, da sind noch so zwei Balkons oder so, wie auch immer. Und an der einen Seite kriegst du einen Code gesagt und den musst du auf der anderen Seite dann eingeben. Aus Kristallen besteht dieser Code. Ja, also den meinst du? Das habe ich noch überhaupt nicht gekannt. Ich war gerade voll überfordert, was ich tun soll. Du bist schon über ein halbes Jahr, Alter, mein Gott. Okay, ich kannte den noch nicht. Ich auch nicht. Also, was ich sagen kann, ist, dass das ein ziemlich frischer Druck drin sein muss, weil ich bin hier, wie sagt man das nochmal, dass man ein Vitals mal sehen kann. Als wir uns alle so über den Weg gelaufen sind, kurz danach habe ich nochmal geguckt, da waren noch alle am Leben. Ja, es waren ja gerade tatsächlich ganz viele, waren ja gerade im Archiv. Ja, aber ich glaube, Xehan war nicht dabei, glaube ich. Aber kurz danach haben noch alle gelebt. Wie er labert, ey. Wo war eigentlich dieses... Also ich war im Engine Room, wo dieser Alarm losging und dann habe ich es nicht... hinkriegt, den Weg dahin zu finden und dann war es schon gefixt, aber da waren wir ja dann mal alle zusammen, ne? Ja. Lass mich kurz gucken, wo Engine ist. Ach, Antriebsraum da. Normalerweise ist es, glaube ich, oben bei Plattform, dieser Alarm-Dings. Zumindest war vorhin da so ein Knopf, den ich drücken konnte. Okay. Aber ja, also wenn man das Airship noch nicht so gut kennt, dann ist das erstmal sehr labyrinthartig. Ist wirklich groß und verwirrend. Ja. Aber insgesamt eine coole Map. Ja, ich möchte auch mal kurz meinen Respekt an den Imposter zollen an der Stelle. Ja, perfekt. Ich auch. Ha. Ja. Respekt an den oder die Imposter. Also noch finde ich es zu schwierig zu voten, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Schon ein geiles Spiel, muss ich sagen. Nice. So, machen wir mal weiter. Connor hat geskippt, so. Machen wir mal weiter. Verdächtig.
Immer voten, immer voten. Da kann man. Nein, da wollte ich nicht da. Wobei, dann kann ich da unten zur Elektrik gehen. Ist auch in Ordnung. Ich habe noch nicht mehr so ganz im Kopf, was welches Ding ist, muss ich gestehen. So, ist das wieder der hier oben? Ja, das ist wieder der hier. Okay, das geht auf in Cockpit. Okay, das ist ganz weit drüben. Hm. Aber da haben wir eh ein anderes. Das ist okay. Okay, so. Da haben wir eh ein anderes. Das ist in Ordnung. Da kann man mitarbeiten. Dann laufen wir jetzt rüber zu Aussichtsdeck. Das Ding ist, dass wenn ich jetzt einen anderen Toten finden sollte. Da ist wieder Robchu. Oh. Und Reggie. Robchu und Reggie. Oh nein. Ich muss jetzt genau gucken, wer da raus und rein kommt. Beide kommen raus und rein. Okay, das ist jetzt gar nicht gut, weil jetzt ist safe. Ich muss hier hin. Was ist denn das? Ach, da ist der Download. Ah! Okay. Warum? Okay, jetzt wird's kritisch. Jetzt ist der Imposter auf jeden Fall dabei. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf einem Haufen sind. Ja, ist klar. Das ist jetzt ganz ungünstig. Alle auf einem Haufen, weil wenn es jetzt einen Kill gibt, weiß man nicht, wer es war. So auf die Schnelle zumindest. Shit! Ich hab noch... Das ist echt ein gutes Spiel. Ich hab noch gerade zu mir gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht alle auf einem Haufen sind, weil man dann nicht sieht, wer killt. Das hat nicht funktioniert. Das ist das beste Spiel ever. Also ich vote jetzt Nico, ist klar, ne? Also. So, Colin, mach was du willst. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich gehe auf Robchu. Das ist mir... Also, pass auf, ich möchte eine Sache sagen. Okay, warte, wenn... Pass auf, egal was du machst, ich möchte nur eine Sache... Also folgende Sache ist fucked, ich habe keine einzige Task gemacht. So. Warum denn nicht? Sag ich nicht. Also ich sag nur, Problem Nico, ist halt, was? Natürlich könnte es Nico gewesen sein, ich habe nicht richtig genug hingeschaut. Ich ärgere mich gleich zu Tode, wenn man auf dem Video genau sieht, wer gekillt hat, ne? Leider habe ich in dem Moment aber nicht richtig hingeguckt. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Aber ich würde einfach von deinem Verhalten her gehe ich auf dich. Nur du, das Problem Nein. ist, du kannst halt auch Spaß auch so tun, als du wärst. Ich finde es schwierig, aber ja, ist egal. Dann. Moment, dann muss ich ja jetzt Robchu voten. Weil wenn ich Conan vote, dann passiert nichts, ne? Geiles Spiel. Dann haben wir sowieso verloren. Also vote ich. Nee, wenn du mich votest, wär's halt weitergegangen. Ja, Conan, du bist doch nicht. Sehr gute Runde. Du bist echt nicht hier, ohne Scheiß. Robchu wird seinem Anzeigenamen gerecht. Ja, okay, es war Nico. Schade. Ich hätte aber auch gedacht, dass es Robchu ist, aber weil er der Einzige ist, der den Upload halt nicht gemacht hat. Vor allem, ich habe das genau abgetimt. Das war perfekt. Ist der Task da unten, da wo ihr dann alle mir zugeguckt habt, ist das... Hättet ihr da irgendwas gesehen? Weil ich hab ja... Ich kenne ja die Map nicht. Und ich hätte gedacht, warum gucken mir jetzt alle zu, wie ich hier den Task fange? Ich hab doch keine Ahnung, wie lange das dauert. Ja, aber das hast du sehr gut abgeschätzt. Das hast du tatsächlich ganz gut abgeschätzt. Conan, in der ersten Runde... Conan, wir hatten jetzt mal Real Talk, Conan. In der ersten Runde waren wir die ganze Zeit zusammen und irgendwo wird jemand gekillt. Also kann ich da nicht gewesen sein. Nein. Wir waren nicht ganz die ganze Zeit zusammen. Genau da, wo es zwischen den Duschen... Ja, da warst du kurz weg. Alter. Ja, da kannst du kurz killen und dann ist da. Ja, nein, ich meine, der erste Kill meine ich. Ja, ich rede auch vom ersten Kill. Ja, aber die ganze Zeit das zusammen. Das muss richtig knapp gewesen sein, weil Nico ist wirklich an mir vorbeigelaufen, hat mich gekillt und wirklich eine Sekunde, nachdem ihr den Screen verlassen habt, seid ihr von rechts gekommen.
Ja, ja, es wäre Robcho wirklich die ganze Zeit richtig hinter mir geblieben, hätte ich ihn da nicht mehr verdächtigt. War ich doch! Ich muss mal gucken, wie es auf dem Video aussieht. Für mich war es wirklich aus, wie wenn du kurz weg warst. Richtig, Nico da richtig offensichtlich den anderen. So, ja, okay, alles klar, war ich einfach stehen, chillen. Da habe ich leider nicht mehr richtig genug hingeguckt, das war schlecht. Ich habe extra. Das ist so eine 1% Chance, dass ihr nicht merkt, dass ich im Poster bin, so wie ich da einfach. Ja, ich habe einfach nicht vernünftig drauf geachtet, das war schlecht. Dann einfach aus Panik noch jemanden gekillt. Der größte Witz war noch, ich war Schutzengel, aber ich konnte natürlich nichts machen, wenn ihr da zu dritt auf dem Haufen steht. Da kann man jetzt schlecht jemanden schützen. Das war eine der besten Runden, die ich je gesehen habe. Das war einfach geil. Dann wählt Connor einfach mich. Ja, es war schlecht. Anstatt zu warten, bis Nico was macht. Okay. Ich würde sagen, das war purer Skill von mir. Ja, ich fand das ein gutes Spiel. Also. War schon gut gespielt. Ich bin gefährlich für die Imposter auf jeden Fall. Aber das ist was, wo ich mir unbedingt anschauen muss, wie es auf dem Video aussieht. Weil ich mich dann echt ärgere, wenn man sieht, dass es Nico ist, der Kind. Das muss eigentlich eindeutig sein. Sowas von, mein Gott, ey. So. Dann votet er mich, ey. Das wäre geil gewesen, wenn du geskippt hättest. Ja, dann hätten wir gewonnen. Nein. Stimmt, wenn Nico nicht gewotet hätte und du hättest ja Nico gewotet. Nico nie, ja. Ich glaube dann. Ah ja, stimmt schon. Okay, noch eine Runde und geiles dann können Spiel. Wir, denke ich mal, den Part. Einfach ein geiles Spiel. Hoffentlich nicht ich wieder. Aber dann bin ich wahrscheinlich. Nein, hoffentlich ich auch nicht. Ich will es auch mal wieder sein. Ja, ihr wollt alle Imposter sein. Natürlich. Ihr wollt alle Imposter sein. Ja. Okay, so viel dazu. Bitte nicht wieder Wissenschaftler. Was will ich denn damit? Das ist. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist denn jetzt kaputt? Was sind das für 3 Millionen Tasks? Ach ja, okay. Natürlich. So, da unten war Nico und dann sind irgendwelche, weiß ich nicht, von irgendwo gekommen. Ah, das ist gar kein... Hey, kann ich die nicht einsammeln, wenn es... Ich kann die nicht einsammeln, wenn es hell, dunkel... Nee, ach doch, gar nicht. Okay, ich dachte schon. Wo sind denn jetzt noch welche? Ah, hier. Habe ich noch immer eins? Oh, jetzt muss ich die alle einzeln da rein tun. Ich erinnere mich. Habe ich jetzt alle... Oh, Gott sei Dank. Okay, da oben ist noch ein Auftrag. Ach, das ist wieder der scheiß Download, ne? Oh, nee. Oh, nee. Oh, Nico macht hier Dinge. Aber Nico sieht nicht verdächtig aus, ehrlich gesagt. Ach, die Dusche ist auch wieder kaputt. Der Shower möchte auch repariert werden. Ah, das habe ich vorhin falsch gemacht. Da habe ich zu heftig dagegen geschlagen. Ich verstehe. Xehan. Bisher keine Leiche. Das ist schlecht, dass wir noch keine Leiche gefunden haben. Schlecht, dass wir noch keine Leiche gefunden haben. Weil das bedeutet, dass der noch gleich einen zweiten Kill machen kann. Der hat bestimmt schon den ersten Kill gemacht. Oh, es ist wieder bei Showers. Ich darf gleich wieder da hoch. Ich krieg zu viel. Robcho. Wir sind jetzt alle... Ich habe bisher alle gesehen außer Reggie. Was ist da oben los? Ich wollte gerade sagen, hä? Scheiße. Das konnte nicht sein. Okay. Sehr schön. Ah, dann ist nur noch da oben. Ja, dann bin ich zumindest gleich fertig. Aber wer ist jetzt der Verwandler? Wer konnte sich jetzt verwandeln? Und vor allem hat er schon... Ja, bisher hat er nur mich gekillt, ne? Ich glaube, bisher hat er nur mich gekillt. Ach, jetzt die Kacke wieder her. Bitte, bevor ich gefunden werde, dass ich das hier zu Ende machen kann. So,
Leute, ich habe alles erledigt. Ja, mehr, jetzt kann ich nichts mehr tun, ne? Okay, okay, dann ist es Reggie. Ja. Ich meine, das könnte er auch als Nicht-Imposter, wenn er Dings ist. Oha! Er hat mit Rob Joe auch erledigt. Hey ho. Jetzt bin ich gespannt, ob sie sich richtig entscheiden. Ich bin ziemlich viel rumgelaufen, die Runde. Und ich habe... Moin. Ich habe erstmal während der Runde Conan, Rob, Ju und Nico gesehen. Reggie kein einziges Mal. Ja, same. Ich habe alle gesehen, außer Reggie. Und ich kann Nico eigentlich ziemlich sicher klären, weil ich habe nämlich, ich bin Wissenschaftler und habe zwischendurch immer wieder auf Vitals geguckt und während Conan gestorben ist, war ich mit Nico zusammen am Rumlaufen. Aber jetzt muss Nico auf Zehan hören. Also aus meiner Sicht ist es safe Reggie, aber das musst du jetzt natürlich wissen, Nico, ob du mir das glaubst. Ja, ich meine, du warst... Reggie, wo warst du denn jetzt so die letzten 30 Sekunden? Ich war gerade... Ja, im Gap Room war ich gerade, also Brick, um genau zu sein. Und zwar hatte ich gerade noch eine Task im Vault. Das ist jetzt auch meine letzte. Davor war ich in Electrical. Da hatte ich noch... große Taste. Ich muss mal auf Englisch umstellen dann. Und das ist bescheuert so. Ja. Was ist denn jetzt Vault? Laderaum? Gibt es Sinn? Ja, schon. Ne? Ja, ich weiß, es ist jetzt schwierig, weil ich habe Sehan oft gesehen und dich gar nicht. Ja, ich habe... Es könnte natürlich halt, trotzdem Sehan sein. Ich habe halt Robby und Conan halt gesehen, aber das ist auch schon was her. Ja. Euch beide habe ich das noch nicht gesehen. Kann ich jetzt auf Englisch umstellen eigentlich? Genau, ich habe dich halt auch nicht gesehen. Natürlich. Ich war halt eine Zeit lang mit Conan zusammen rumgelaufen, dann war ich ziemlich lange mit Robschuh zusammen rumgelaufen. Ich dachte ehrlicherweise, dass es Robschuh wäre, weil er gar nicht die Sprache ändern. Hinterhergelaufen ist, aber dann habe ich ihn abspielen können und dann war ich mit dir zusammen rumgelaufen. Nico, das war ziemlich direkt danach. Ja. Also waren wir uns dann bei Archives über den Weg gelaufen und davor hatte ich halt Conan und Robschuh noch gesehen und haben die auf jeden Fall noch gelebt. Ja, also ich kann jetzt. Dann vote ich Reggie. Ah, nee, Vault ist der Tresorraum, ich trottel. Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwie falsch gesehen habe und es doch du warst, Nico, dann war es Blackface. Okay, sehr gut. Ach, das war eine Scheißrunde. Weißt du, ich bin Shapeshifter, ich will es mal ausprobieren. Oh mein Gott, ach so! Ja, ich shapeshifte mich erst als Conan, da kommt mir Conan entgegen, da kill ich ihn. Dann später mach ich das nochmal, da kommt mir Robby entgegen, er verfolgt mich die ganze Zeit, dann läuft das ab. Dann ich mir scheiße, jetzt muss ich Robby killen. Dann habe ich niemand mehr gesehen. Ach so, das war was Böses. Okay. Ja, wenn du siehst, wie sich jemand anders verwandelt, ist der Imposter. Das, ja. Also immer. Ah, ja. Cool. Jetzt habe ich gesehen, dachte ich mir, habe ich jetzt wirklich Xehan gesehen oder habe ich jetzt Conan gesehen? Achso, da ist es auch noch. Ich habe es auch eine Zeit lang vergessen. Ich habe auch erst vergessen, dass das ging, als mir plötzlich ein Conan entgegenkam. Das war ziemlich gut, ja. Okay, ja. Das war ich auch unterwegs. Tot. Ich habe mich so gefreut die ganze Zeit. Aber tatsächlich wäre, also Reggie, du hast eigentlich den Fehler gemacht und Robju gekillt, weil wer hättest du ihn nicht gekillt, ich wäre safe. Also ich in meinem Kopf war Robju schon sowas von Imposter. Der war quasi schon auf der Schlachtbank. Nur weil ich nichts gemacht habe, ey. Du hast mich locker über die halbe Map verfolgt. Ich habe aus Angst wollte ich gar nicht stehen bleiben. Ja, nee, aber ich wollte aber auch. Es ist ja schon sinnvoll. Also. Ich dachte mir einfach, Robby, verpiss dich einfach. Die ganze Zeit. Schlimm. Ja, ich spiele hier das Spiel, ja. Ich wusste ja auch gar nicht, wer mich gekillt hat, weil mich ja nur ein Conan gekillt hat, da hatte ich es nicht gesehen, ob das Reggie ist. Aber nachher ist Reggie dann über die Leiche gelaufen und hat mich reportet. Also, da war das. Ich habe das übrigens ehrlicherweise meine Story auch ein bisschen überzogen. Ich war tatsächlich Wissenschaftler, ich habe aber ist leider vercheckt, auf Vitals zu gucken, schon wo ich schon mit Nico nicht mehr zusammen war und hatte da dann erst gesehen, dass Conan tot war. Aber ich habe einfach gesagt, in den letzten 15 Sekunden oder so, seitdem das war, hat er den jetzt nicht gekillt. Also das erschien mir wahrscheinlich. Gibt es ein Limit dafür, wie oft man das benutzen darf, dieses Vitals? Nee, da kannst du ständig drauf gucken. Was? Es gibt ein Limit. Da läuft links so ein Timer ab und wenn der leer ist, dann musst du erst einen Task machen, damit du das wieder machen kannst. Okay. Ach, ich sehe auch gerade, wir haben hier irgendwie 15 Wissenschaftler. Was ist das denn?
Aber dann finde ich immer schlimm. Deswegen werde ich ständig Wissenschaftler, hoppala. Dann finde ich aber die Beschreibung at any time nicht richtig. Das wäre ja komplette Scheiße. Ja, at any time, aber halt mit einem Recharge. Also das, ja, das ist hier tatsächlich Lebensanzeige, Wartezeit 15 Sekunden, Batteriedauer 5 Sekunden. Du darfst nicht vergessen, dass ich dumm bin, deswegen kann das passieren. Hoppala, ja, deswegen sind wir, glaube ich, immer Wissenschaftler jetzt geworden. Ich habe jedes Mal gesagt, ich will nicht wieder Wissenschaftler sein, bin immer Wissenschaftler. Ich war aber auch schon Ingenieur zwischendurch. Also ich habe da was falsch hergestellt. Okay. Ich war auch mal. Ja, ich war jetzt eigentlich immer. Nee, jetzt beim letzten war ich, glaube ich, gar nichts. Also es ist jetzt für alle ist jetzt 20% Wahrscheinlichkeit und es gibt jeweils nur einen Wissenschaftler, einen Ingenieur, einen Schutzengel und einen Formwandler. Ja, es könnte aber auch sein, dass mit einer jeweils 80% Wahrscheinlichkeit, dass keiner von mir. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich meine. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ja, wollt ihr noch ein Part, noch eine Runde oder wollen wir einen Part beenden? Wir sind bei 35 Minuten. Ah, noch eine Runde. Also nichts. Gut, dann auf geht's. 35 Minuten, Alter. Das ist ja. Ja, eben. Weil jetzt so lange nichts kam, war nichts. Das sind ja 70 Mark. So. Vielleicht bin ich zum Ende der Runde nochmal Imposter. Wäre doch was. Ja! Bin ich nicht? Ja! Aber bitte nicht wieder Wissenschaftler. Digga, ich drück doch den. Okay. Alter, mein Mikrofon will nicht ausgehen. Ist mir lieber. Ah, ich wollte doch auf Englisch umstellen. Okay, das muss ich nachher machen. Ich glaube, ich kann es nicht jetzt umstellen, habe ich vorhin. Okay, wo muss ich denn da hin? Das ist schon wieder da hinten. Ach, das ist dann wieder da hinten, Strom umstellen. Mir gefällt nicht, dass Nico mir hinter. Oh, scheiße. Mir falsch. Hier muss ich rein. Da war Xehan, da war Nico. Das ist wieder bei Schau. Es ist immer das Gleiche. Wie langweilig. Xehan. Gefährlich. Tschüss. Okay. Und da ist Reggie. Ich muss hier auch was. Nein! Kann ich das von hier? Oh, ich. Come on! Oh, ich muss so weit laufen für die Runde. Okay, Reggie macht den Quatsch. Nico wieder. Sollen wir mal kurz gucken, ob ich schon eine Leiche irgendwo bin? Nein, okay. Glück gehabt. Oh. Unfall verhindern. Okay, wir haben Zeit. Ich kann mir kurz den Code angucken. Rechteck, Rechteck, Kreis, Dreieck. Rechteck, Rechteck, Kreis, Dreieck. So, jetzt kann ich hier den Code eingeben, ne? Genau da. Oh, Nico macht schon. Okay, aber dann komme ich eh nicht darüber. Dann kann ich da drüben eh nichts machen. Gut. Rechteck, Rechteck, Kreis, Dreieck. So. Hilfe, mein Spiel hängt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Schwierig. Ich kann nichts mehr tun. Hallo? Kann ich kurz die Tastaturbelegung ändern? Ändert das irgendwas? Dann. Steuerung Maus. Nee, ich hänge. Schwierig? Ja, danke. Ich dachte mir, keine Post ist so blöd, dann läuft da hoch. Easy. Du hast mich gerettet, Xehan, auch wenn du es nicht glaubst. Was? Ich bin festgehangen. Ich konnte da nicht mehr weg. Hallo. Ich habe den Auftrag beendet und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe versucht, auf Maus umzustellen. Ich habe versucht, Tastatur umzustellen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja gut, das war natürlich gut für mich. Ich habe schon überlegt, ob ich kurz mal sagen soll, hey, könnte der Imposter mal zu mir kommen und mich umbringen, weil ich kann nichts mehr tun, aber... Also irgendwie ist die Map nervig, vor allem in dem Gap Room, wenn da die Plattform auf der falschen Seite ist, kann man da nichts machen. Ja. Also man... Ja. Da musst du dann auf die andere Seite. Es sei denn, du bist Imposter, dann hast du das verwendest du miteinander. Ich bin mit dem Verlauf dieser Runde unzufrieden. Ich auch. Ich bin immer noch am Ausprobieren, wie ich überhaupt die Tasks mache. Ich war ja bei dem fetten Rubin, den man sauber machen muss.
Das ist eine ideale Stelle, eine Task zu machen, vor allem, dass, wenn man Imposter ist, weil man da killen kann und da geht sowieso keine Sau hin. Ja. Genau. Deswegen fand ich es auch sehr cool, dass du da reingelaufen bist. Ja, ich muss doch die Task machen. Tja. Aber hattet ihr das schon mal, dass ihr an der einen Stelle... Das, ja. Also das war bei dem Code eingeben. Ich habe den Code eingegeben, der Code war richtig und dann bin ich da hängen geblieben und konnte nicht mehr weg. Ja, das, ich bin der Meinung, das hatte ich tatsächlich auch schon mal gehabt. Alles gefixt, gar kein Problem. Ja. Okay, ja. Noch eine. Ja, noch eine. Ja, das noch eine Runde, würde ich auch sagen. Ja, ey. Okay, let's go. Aber ich zuerst kenne, ist richtig schwach. Ja, ja. Deine Mutter. Ja. So. Vielleicht bin ich ja jetzt mal wieder Imposter. Schade, aber nicht Wissenschaftler. Gut. Jetzt habe ich Angst vor der einen Aufgabe. Das ist jetzt nicht gut. Oh, wir sind gut gestartet. Kann man gleich mal Waffen aussortieren. Nee. Moment, ist das eins höher? Oh, da oben ist das. Nee, wo ist denn das? Ach, hier. Ja, ja, doch. Aber es ist Waffen aussortieren. Es bleibt dabei. Hä? Ach so, komm, sabotiert. Naja, bin ja schon da. So. Neuer Versuch. Ah, Gewehr habe ich schon genommen. Jetzt muss das. Es muss. Okay, dann nicht. Der Reggie hat gerade vor meinen Augen Nico gekillt. Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, der hat. Den habe ich vor einer Sekunde noch gesehen. Der ist aber in die andere Richtung gegangen von mir aus. Und der war tot scheinbar. Okay. Krass. Hast du dazu was zu sagen, Reggie? Nee. Okay. Vielleicht war es ja ein Shapeshifter. Ich weiß es nicht. Wo war ich das weiß, denn? Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich skipp mal. Reggie, wir sind jetzt von Reggie hat vor meinen Augen Nico gekillt zu ich skipp mal gekommen. Also ich bin 5 Sekunden vor Ende der Runde mit Nico zusammen aus Elektrik hochgekommen. Also über diese Leiter und ich bin links rumgegangen und er ist rechts rumgegangen und ich war quasi, glaube ich, noch nicht mal am Ende des Flurs angekommen, da war er tot. Okay. Also beziehungsweise da war er halt, also da wurde er reported. Ich habe meine Aussage gemacht, ich habe dem nichts okay. zu fügen. Ja, wollen wir Reggie jetzt rausvoten oder? Keine Ahnung. Könnt ihr machen, also ich habe nicht viel zu, also ich war gerade. Ja, aber kannst du dich irgendwie verteidigen? Ich war gerade im Vault, aber da war halt niemand in der Nähe. So, tut mir leid, vielleicht war's. Das ist schon die Fresse. Das ist schon echt ein gutes Spiel, muss ich sagen. Und, Xian, ja. Wo war die Leiche? Quatsch, Robcho, wo also war die Leiche? Muss ja, der muss im Flur gewesen sein, in der Main Hall rechts. Ja. Oder bei den Duschen hat er höchstens. Weiter kann er nicht gekommen sein. Ja, aber wenn Reggie sagt, er war im Vault. Robcho, wo war denn tatsächlich die Leiche? Wie bitte? Wo war die Leiche, Robcho? Du hast ja reportet. Warte, wie nenne ich denn das? Mach die Karte auf. Ich mach die Karte auf, ich bin da. Da wo Showers steht, genau da ist mein Icon und genau da ist auch die Leiche. Dann passt das ja zu dem, was ich im Kopf hatte. Ja, das habe ich jetzt nur gesagt, weil das du vorher was gesagt hast. Also ich will da meine Aussagen. Und Reggie, du sagst, du warst im Vault die ganze Zeit. Ich hab geskippt, Leute. Die ganze Zeit. Halt, vorher war ich im Meeting Room. Ja. Und davor bin ich in, wo war das? In Records, glaube ich, gespawnt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, mehr ist noch nicht passiert. Okay. Xehan, was machen wir? Achso, für dich ist ja, für dich könnte es ja auch sein, dass ich es war. So theoretisch. Ich habe ja. Conan ist es! Conan macht doch nicht so ein. Es könnte auch ein Self-Report gewesen sein oder sowas. Also aus meiner Perspektive. Es könnte auch ein Self-Report gewesen sein, das ist absolut korrekt. Ich habe jetzt auch geskippt. Wir haben keinen Zwang abzuschließen. Ihr habt beide geskippt, das heißt, ich könnte jetzt hier wieder. Du kannst gar nichts. Du bist raus aus der Entscheidung. Du wirst gleich gekillt vom Imposter. Wenn wir haben, dann passiert nichts, egal was du tust. Okay, Reggie, was hast denn du jetzt gemacht? Ich hab geskippt. Okay. Ach so, stimmt, wenn jetzt einer votet, würde er durch den Skip sowieso übersprungen werden. Ah, ich bin blöd, ich hab in die falsche Richtung gedacht. Aber hab ich wirklich geskippt? Es stellt sich heraus, dass wir alle Conan gewotet haben. Alles gut. Alles gut, ich hab in die falsche Richtung gedacht. Alles skippen! Das ist echt ein geiles Spiel.
Okay, geil. So. Ich hatte überlegt, wenn ich jetzt nämlich richtig vote, aber wenn zwei skippen, ist ja, gilt ja das, dann ist das ja der. Dann ist das ja was übernommen. Nein, ich muss die Waffen doch zurück. Jetzt habe ich die Waffen noch nicht zurückgefunden. Jetzt muss ich da wieder rüberlaufen. Ah, ich bin so schlecht. Jetzt reparieren wir erstmal die Dusche hier hinten. Also lass mich die Dusche doch erstmal reparieren. So. Ich meine, die eine Sache können wir machen. Das da unten, na, genau. 2, 5, 6, 5, 8. Xehan ist da gerade. Okay, tschüss, Xehan. Ach, Xehan wollte den anderen wegmachen. Okay, ja, dann, ich denke, das ist in Ordnung. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Robchu war hier oben. Aber jetzt mittlerweile nicht. Da hinten ist Robchu, okay. Sieht aber auch fast so aus, als ob er da einen Task gemacht haben könnte. Ah, da, da, da. So, kann ich jetzt endlich diese blöden Waffen abgeben? Das habe ich vorhin falsch gemacht. Das muss man hier machen. Hallo? Ah, jetzt. So. Jetzt muss ich wieder ganz nach drüben. Oh, es ist... Das ist so ein bisschen das Problem an der Map, dass die halt so riesig ist. Xehan. Okay, es scheint schon auf Reki hinauszulaufen, ne? Es scheint schon auf Reki hinauszulaufen. Außer wir würden jetzt seine Leiche finden. Falsche Toilette. Richtige Toilette. Ja, wie lange muss man das machen jetzt? Okay. War aber ordentlich verstopft. Ach, dieses scheiß Download. Da muss ich jetzt ja auch wieder runter zu so einem Balkon, ne? Da ist Reki! Ah, der hat nichts getan. Oh! Ah, okay, alles klar. Ich hab noch oben meine Tasks gemacht. Deswegen hat er nichts getan. Und dann wollte ich mal gucken im Meetingraum, hier den Knopf drücken und gucken, ob schon wieder jemand tot ist, weil so lange nichts passiert ist. Was tatsächlich der Fall ist, ja. Was tatsächlich der Fall ist, man mag es kaum glauben, dass der arme Xehan jetzt tot ist. Ja, das ist natürlich echt, echt doof gelaufen. Auch wenn ich bloß wüsste, wer der Imposter ist. Wir wissen leider nicht, wo er ist. Aber Reki ist gerade mir vorbeigelaufen und ich hatte Reki ja so ein bisschen schon verdächtigt und habe mir überlegt, wieso tötet er mich nicht? Könnte natürlich theoretisch am Kill-Cooldown liegen. Aber wieso verdächtigst du denn Reggie? Er hat doch gar nichts gemacht. Er war doch in Gordons Käfig. Weil weder du noch Xehan mich jetzt gekillt haben und beide die Gelegenheit hatten dazu, problemlos. Ich dachte, Reggie war die ganze Zeit im Vault. Also mich verwirrt. Reggie, wo warst du denn bis gerade eben? Also bin ich so lange im Vault. Nee. Ich war doch in Gordons Käfig. Ja, bevor ich bei dir war, ich bin an den Records vorbeigelaufen. Dann davor war ich in der Kitchen, hatte ich den Burger gemacht. Und wo hast du Xehan getötet? Hä? Ja, keine Ahnung. Wo warst du denn? Digga. Vielleicht wissen wir es dann. Ich bin, wo bin ich denn gestartet, weiß ich gar nicht mehr, aber ich musste zu Arsenal die Waffen zurückbringen. Nein, komm. Wo hast du Reggie zuletzt gesehen? Ja, zuletzt jetzt gerade eben, wo er mir vorbeigelaufen ist und mich nicht getötet hat, was mich gewundert hat, aber dann kam auch gleich der Reporter, also muss der Kill kurz vorher passiert sein, weil wir ja kurz vorher auch noch Xehan. Ja, das war Cargo Bay. Wo? Laderaum. Laderaum, okay, Laderaum. Cargo Bay, alles klar, das ist ja recht weit weg vom Vault, ne? Aber ja. Ich habe nicht reportet, ich habe einen Emergency Call gemacht. Ja, ich weiß. Muss ja schon die richtigen deswegen Worte. Deswegen wissen wir nicht, wo die Waffe ist. Ich habe ja vorhin gesehen, wie Reggie jemanden gekillt hat, ja, vor meinen Augen, um dann zu skippen. Ja. Ich danke Reggie, dass er mich nicht gekillt hat, das fand ich sehr nett. Aber jetzt werde ich Reggie voten, ja, und dann kann er noch, was du willst. Also. Ja, ich meine, du könntest das auch alles spielen. Theoretisch hattest du die Gelegenheit. Ich könnte das alles spielen, ja, das wäre natürlich. Aber Reggie verteidigt sich halt auch nicht. Ja, also ich wollte jetzt Robbie, was soll ich denn machen? Er votet mich, was soll er denn machen? Ja, Conan, was soll er denn nur machen? Ah, ist natürlich jetzt doof, dass du die letzte Entscheidung triffst. Ja, ich würde mich halt irgendwie anders verhalten, wenn ich es nicht wäre und verdächtigt wäre, so wie du das gerade bei Reggie machst. Ja, doof, aber du bist ja auch. Aber ich bin halt nicht Reggie. Und ich bin halt, naja, ne, also. Aber was mach ich denn das jetzt? Spiel. Was, ja, was ist natürlich scharf.
Ich frag dich doch, was würde Xehan jetzt sagen, ja? Ja, guck mal. Wie gesagt, also mein Ding ist, dass ihr beide die Gelegenheit hattet, mich zu killen und ihr habt es nicht gemacht. Das kann bei dir natürlich auch eine Taktik sein, aber du hattest in dem Moment keinen Kill-Cooldown. Du hättest mich problemlos jedes Mal töten können. Ich gehe auf Reggie. Nice. Warum immer ich? Weiß es nicht. Das ist keine Ahnung, Zufall. Du bist du Serienkiller. Ich weiß. Ah, gut. Ja, warum bin ich das immer? Scheiße. Ey, sehr schön. Errungenschaft freigeschaltet. Toppert-Besatzung, aha. Ey, am Anfang, ich hätte einfach überhaupt keinen Bock mehr. Ich dachte mir einfach, ich kill einfach, was auf mich zukommt. Kommt, ich denke mir so, ja, ich bin Shapeshifter. Echt? Ich hab dich gesehen. Ich hab gerade geraten. Ich wusste gar nicht, dass du da warst. Ach, du warst. Ich bin wieder direkt gestorben und die Tars sind echt scheiße im Airship, muss ich jetzt mal so sagen. Die Handtücher haben mich. Da sind einige dabei, die echt nicht geil sind, ja. Ja. Ich sag nur, der Safe und der Mülleimer. Der Safe Nico, ist kacke. Nico, Nico, wie fandest du es dann, dass ich Reggie verteidige? Dass man wirklich einmal über die ganze Karte laufen muss, nachdem man seine Daten Download gemacht hat. Ja, die Wege sind schon recht lang, das ist richtig. Da bräuchte so Teleports oder sowas. Okay. Ja, und dann gibt es auch lauter nervige Stellen, wo man irgendwie nicht ordentlich durchkommt oder so. Keine Ahnung. Ja. Gut, ja, wir können ja für die nächste Runde, wir sind eh recht wenige, eine kleinere Map wählen. Einfach ein gutes Spiel, ey, Among Us, ich bin ein Profi. Und den Part beenden wir an der Stelle auf jeden Fall. Danke an alle Fans. Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut euch mehr meine Fortnite-Videos an, die werden viel zu wenig geklickt. Guckt euch Fortnite an, Fortnite ist richtig gut und Kirby und das Vergessene. Ich habe auf die Folge von heute habe ich geklickt, Conan. Liken, abonnieren, die Glocke anklicken und Conan auf PayPal Geld senden. Das nicht. Geld will ich nicht. Check out my Twitch-Channel, ja. Es reicht mir schon, wenn ich die Fortnite-Dinger nicht ganz umsonst aufnehme. Okay. Gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.